Jetzt gerade gab es in Bayern wieder Kontrollen bei Metzgern und Bäckern. Und da wurden tatsächlich in jedem zweiten kontrollierten Betrieb Mängel, vor allem Hygienemängel, festgestellt. Vor allem bei Wiederholungstätern. Wir schalten mal live in die Traditionsbäckerei Gruber zur Chefin. Frau Gruber, warum machen Sie nicht einfach mal sauber? Also, mein Gott, es ist so ein Theater wegen 3 oder 4 Mausköteln in so einem Riesenbetrieb. Ja, freilich flutscht da mal was in den Teig. Die Frage ist nur, wann mache ich die Teigmaschine aus? Wenn da ein Kugelschreiber reinfliegt oder ein abgebrochener Fingernagel oder ein ganzer Rumäne, wann machst du das aus? Ja, das ist ein bisschen eine moralische Grauzone. Ja, eine andere Frage wäre, warum erfahre ich als Verbraucher, der ich ja die Kontrolleure mit meinem Steuergeld bezahle, nichts über solche Hygienemängel? Mein Schatz, der Verbraucher, der wird doch von zu viel Information nur unnötig verwirrt. Außerdem wollt ihr doch gar nicht wissen, was wirklich drin ist in eurer Leberkässemmel. Miau! Hauptsache, sie kostet weniger als Hundefutter, gell? Und ganz ehrlich, was soll mir denn schon passieren? In Deutschland fehlen 1500 Kontrolleure. Und selbst wenn einmal einer kommt, dann sag ich heute zu meinen Leuten so, heute tun wir uns nach der Toilette mal die Hände waschen, morgen stelle ich das Wasser wieder ab. Ja, hier, aus einem Originalkontrollbericht. In einer bayerischen Bäckerei finden sich verschimmelte Nusstaschen und auf einem Weizenbrötchen die, Zitat, Kotpille eines Kleinsäugers. Ja, und also Herr Welke, Kleinsäuger, das kann alles Mögliche sein. Vom Feldhamster bis Peter Maffay. Aber jetzt einmal ernsthaft, im schlimmsten Fall kriegen wir die Standardstrafe aufgebrummt. Das sind 350 Euro. Veröffentlicht wird auch nichts, weil die Angst haben, dass wir klagen. Also, warum soll ich denn hier sauber machen? Mir fehlt da einfach der Anreiz, Herr Welke. Das ist schade. Und daran wird sich auch nichts ändern. Im neuen Koalitionsvertrag der kommenden GroKo steht dazu nur, man möchte, dass die Betriebe freiwillig die Kontrollergebnisse veröffentlichen. Ja, ja klar, dann kauft den Scheiß doch keiner mehr. Außerdem, ich mach doch schon so viel freiwillig. Hier, schauen's, hier ist ein Mitarbeiter, der kontrolliert jedes einzelne Semmel auf Spuren von Mäusekot, gell? Ja. Und weil doch heute alles handgemacht sein soll. Ich hab sogar einen Mitarbeiter, der die Bio-Semmel noch rollt wie früher. Zeigst du mir, Herrn Welke? Geil? Ja? Ja, was glauben Sie, woher der Begriff Sauerteig kommt, gell? Und Sie wollen gar nicht wissen, wie er unsere Käsestangen macht. Nein, nein, das möchte ich wirklich nicht. Herr Welke? Den frechen Ton, den können Sie sich sparen. Wir backen original bayerisches Brot seit 1746. Das hier zum Beispiel ist Brot von 1746. Das verkaufen wir noch. Ah, ist das der Alarm, wenn der Kontrolleur kommt? Nein, nein, jetzt ist Schichtwechsel. Die Kakerlaken-Spätschicht kommt. Die Frühschicht hat schon Feierabend, gell? So, servus, Kollegen. Bis morgen. Tschüss, bye, Monika bye. Gruber, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Aus der Traditionsbäckerei Gruber.